Wir hören jetzt noch einen Redebeitrag von Pro Asyl und dann geht's los. Hallo liebe Demonstrationsteilnehmerinnen und Demonstrationsteilnehmer. Das ist ein Anlass, der uns hier zusammenführt, den man so zusammenfassen kann. Nicht der erste Anschlag dieser Art, einer von vielen, einer von immer mehr werdenden und zum wiederholten Mal Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist. 2015 und der Beginn dieses Jahres zeigen, die Lage wird nicht nur für Flüchtlinge, sondern für Menschen, die von Rechtsextremen ihren Sympathisanten und manchen Menschen aus der Mitte als Flüchtlinge oder Migranten identifiziert werden, leben immer gefährlicher. Die Anzahl der gefährlichen Attacken auf Flüchtlingsunterkünfte, also eben nicht nur Schmierereien, sondern eben Brandanschläge, Steinwürfe in die Fenster und ähnliches, hat sich vervielfacht. Und es ist der Zeit, der Wochenzeitung zu danken, dass sie dem mal hinterhergegangen ist im November und festgestellt hat, die Aufklärungsquote ist erschreckend niedrig. Wenn man sie bezieht auf die gefährlichen Vorfälle, liegt sie bei 5%. Ich glaube, wir werden es erleben, dass in nächster Zeit die Zahl der Personalstellen bei der Polizei drastisch aufgestockt wird. Ich glaube aber, das wird geschehen aufgrund der politischen Debatte um das, was in Köln passiert ist. Das wird nicht geschehen, denn dann hätte es schon längst geschehen können, wegen der andauernden, menschengefährdenden Brandstiftungen und Angriffe auf Menschen auf offener Straße. Das hätte man längst tun können. Es ist nicht geschehen und es ist typisch, dass die Politik die Kölner Vorfälle, die niemand bagatellisieren kann, zum Anlass nehmen wird, jetzt das Feindbild Flüchtlinge neu zu rekonstituieren, die Willkommenskultur in Zweifel zu ziehen und damit wieder die Definitionshoheit in diesem Bereich zu gewinnen. Sie wird sich dieser Vorfälle bedienen. Für uns also keinen Grund, uns irgendwie zurückzulehnen. Wir müssen zeigen, wir, die Akteure dessen, was die Politik als Willkommenskultur sich auf die Mühlen leiten will und zum Teil, obwohl sie wenig getan hat, um Unterstützung für Flüchtlinge zu schaffen, wir müssen zeigen, dass wir all das nicht stillschweigend hinnehmen und wir müssen da auch Präsenz zeigen, wenn solche Anschläge in kleineren Orten passieren, wie Dreieichenhain. Rassismus, Neonazismus, Narzissmus passiert nicht irgendwo in Sachsen. Er hat eine Fundierung auch in ganz anderen Gebieten in der Bundesrepublik. Er geht im Sympathisantentum bis in Teile der sogenannten politischen Mitte, wenn man den Mob, der in den sozialen Medien tobt, sieht und die sprachliche Ausdrucksfähigkeit kennt, dann weiß man, dass das so ist. Ich bin gebeten worden, hier ein paar Worte zur Verantwortlichkeit der Politik zu sagen, womit da hier gemeint ist, die etablierte Parteipolitik. Auch wir machen wir hier ja mit unserer Anwesenheit und mit unserem persönlichen Statement Politik. Also ist gefragt ist nach der politischen Verantwortlichkeit derer, die eigentlich seit mehr als 2 Jahren jetzt Gesetze im Schnellverfahren durchpeitschen. Ja, ich glaube, es gibt auch da eine Mitverantwortung. Es gibt eine dramatisch miese Unterscheidung in angeblich gute und schlechte Flüchtlinge. Das ist in der Bevölkerung immer noch nicht so durchgedrungen, dass das Bundesamt ganz überwiegend in der letzten Zeit Schnellverfahren durchgeführt hat und kaum noch das, was stattfindet, was wir seit Jahrzehnten kannten, individuelle Asylverfahren. Man hat sich zunächst die Roma als das Feindbild vorgeknöpft, man hat die Staaten des westlichen Balkans zu sicheren Herkunftsstaaten erkoren, ohne auf die reale Situation der Ausgegrenzten in diesen Ländern überhaupt sich zu beziehen. Man ist gelandet jetzt bei Massenabschiebungen vor dem Winter
Und zwar nicht nur derer, die vor kurzem gekommen sind, sondern auch packt in die Flugzeuge auch teilweise die, die schon lange da sind. Das ist also das, was schon vor einiger Zeit begonnen hat. Ich will hier nicht die aktuellen Gesetzesänderungen, die im Gespräch sind oder die vor kurzem in Kraft getreten sind, allesamt referieren, aber zugegen stehen schon ganz überwiegend in die Richtung weiterer Ausgrenzung, Ausweitung der Stellverfahren, Verkürzung der Rechtsschutzmöglichkeiten, indem man Teile der Flüchtlinge in besonderen Lagern abschottet, wo die Möglichkeit einer Beratung des Rechtsschutzes gleich null sein wird. Es geht immer wieder um Einschnitte ins soziale Netz und im Moment haben wir ja die ewige Dauerdiskussion mit vor dem Hintergrund der Kölner Ereignisse um die Verschärfung von Ausweisungs- und Abschiebungsmöglichkeiten und die wird wieder auf eine Weise geführt, dass sie ein Feindbild konstituiert, ein Feindbild, was auch rassistisch unterfüttert ist, so als gehe es um die sämtliche Männer aus der islamischen Welt, wo natürlich ausgeblendet wird, dass Rassismus und Sexismus kein exklusives Problem islamischer Länder, Arabiens oder welche Regionen da immer ins Gespräch gebracht werden sind, sondern dass man gute Gründe hat, sich auch um deren Existenz im eigenen Land zu kümmern. Wenn wir sagen Refugees Welcome, blenden wir natürlich nicht aus, dass wir meinen Willkommen Flüchtlinge, der Einzelne, es zählt der Einzelne. Flüchtlinge sind so unterschiedlich, wie Menschen eben sind. Und es wäre absurd zu glauben, dass sich unter ihnen nicht auch Menschen finden, die entweder Probleme haben, kriminell werden, die, wenn man es moralisch formulieren will, besser oder schlechter sind, obwohl ich nicht glaube, dass man Menschen, die diese zwei Begriffe fassen kann. Das ist so, so ist die Menschheit. Kein Grund aber daraus, ein einheitliches Feindbild zu rekonstruieren und viel Grund für uns weiter darauf zu beharren. Refugees, welcome. Wir wollen die Einzelnen kennenlernen, wir wollen sie unterstützen und wir werden uns nicht irritieren lassen. Wir werden den Kampf auch aufnehmen gegen die Ignoranz und wir werden darauf beharren, dass es polizeiliche Ermittlungsarbeit im Bereich der rechtsextremen Straftaten gibt, die den Namen verdient. Die Aufklärungsquote bei allen Schwierigkeiten, die ich sehe bei solchen Anschlägen von 5%, ist ein Armutszeugnis für den politischen Willen. Die Polizei mag sagen, wir haben zu wenig Personal, aber ich zähle der politische Wille an vielen Stellen, hier etwas zu unternehmen. Nein, der Chor, hier handelt sich teilweise um besorgte Bürger, die noch nicht straffällig geworden sind, zeigt zum Teil, wie schlecht die Polizeiarbeit bisher gewesen bzw. politisch unterstützt worden ist. Also viele Gründe für weitere Solidarität. Ich danke. So, wir würden uns dann jetzt aufstellen und losziehen.